Servus, meine Freunde. Hier ist heute der Kevin für euch. Ich habe mir was gekauft und Marc hatte mich gefragt, ob ich es bei ihm auf dem Channel aufmachen will. Ja, und das habe ich gedacht. Mache ich doch einfach mal. Es handelt sich um das Secret Lair Prime Slime. Und da schauen wir mal rein. Nicht, dass hier so briefbombenmäßig mir jetzt der Schleim entgegenspritzt. Hört sich auch nach einem spaßigen Wochenende an, wo der Schleim einem entgegengespritzt ist. Nicht meine Wohnung. Prime Slime, hier steht es nochmal auf der Seite. Die Boxen sind ja bekannt, ich muss da nicht schwer drauf eingehen. Es ist mein erstes Secret Lair. Ich robb mal hier so dran, ich habe es schon kaputt gemacht. Aber ich will es ja nicht hinstellen, ich möchte tatsächlich eine davon spielen und überlege, man sieht doch schon die erste Karte, da unten ist noch was drin. Lege ich erstmal beiseite. Noch Commander-mäßig mit den Karten was anzustellen, weil ich besitze noch kein gescheites Commander-Deck. Ja, also hier fürs nächste Gewinnspiel haben wir noch eine schöne Box. Gucken wir mal. Fangen wir oben an. Necrotic Ooze. Hier. Auch alles in Nicht-Foil. Das war für mich der Grund, mir dieses Secret Lair zu holen. Ich mag keine Foilkarten. Gucken wir mal, sind alle soweit da. Also wir haben den Necrotic Ooze. Also solange der Necrotic Ooze im Spiel ist, hat er alle aktivierten Fähigkeiten von allen Kreaturen in allen Friedhöfen. Ja, ist jetzt nichts, was so ein Legacy-Spieler, glaube ich, anturnt, aber Commander-mäßig auf alle Fälle. Das Artwork ist einfach wow. Ich feiere das. Das war der Grund, warum ich mir diese Karten geholt habe. Den Ooze, den Scavenging Ooze, zu dem komme ich gleich. Den will ich auf alle Fälle in meinem Maverick-Deck spielen. Dann haben wir hier den Essex Slime. 2-2 Death Touch, 5 Mana. Eine Menge Holz. Er kann ein Artefakt, ein Enchantment oder Land zerstören, wenn er ins Spiel kommt. Auch ganz nett. Dieser, wie Rick and Morty, die Artworks. Richtig, richtig schick. Die Flavortexte machen auch echt Spaß. Hier haben wir den Scavenging Ooze. Scavenging Ooze sollte den meisten Leuten Begriff sein. 2 Mana kostet er, ein grünes 1. 2-2. Für ein grünes kann man eine Karte von einem Friedhof exilen. Ist es eine Kreatur, kriegt er einen 1-1 Counter und man kriegt ein Leben. Da haben wir den netten Mimeoplasm. Der hat ein bisschen mehr Text als eine legendäre Kreatur. Kostet blau, grün, schwarz, 2 binär. 0-0 hat den Effekt, wenn er ins Spiel kommt, kann man 2 Kreaturen from Graveyards. Also man kann auch, also ich habe hier einen Judge im Raum, der kann mich korrigieren. Wenn ich mehrere Friedhöfe habe, gerade am Commander-Tisch, kann ich mir aus dem einen Friedhof eine nehmen und aus dem anderen Friedhof. Ist das korrekt? Die eine ist eher ist eine Kopie von und die andere kriegt eher Stärke und Verteidigung in Höhe der Power von der anderen Kreatur. Kann man definitiv coole Sachen mit anstellen am Commander-Tisch. Ich denke mal so für Legacy oder so ist es jetzt nicht so geil, aber Artwork einfach der Shit und auch in nicht voll. Also ich muss ja wirklich sagen, richtig, richtig schöne Karten. Ich liebe das Artwork, ich werde mich mit Jasmin in Verbindung setzen, dass sie mir vielleicht noch die eine oder andere Karte in dem Stil altert. Die letzte Karte, die wir hier noch haben, der White Slime. Counter Target Spell, Activated Ability or Triggered Ability. Artwork. Wow, ich möchte ein Deck spielen, in dem ich diese Karten alle spielen kann. Gut, die kennen wahrscheinlich eh alle schon von allen möglichen Bildern aus dem Internet. Und es ist ja gesetzt, was in der Box ist. Interessant meistens noch so diese Karte. Ich habe noch nicht drunter geschaut. Ich flippe sie jetzt einfach so. Und es ist wahrscheinlich diese komische Ruska als Uncommon aus War of the Sparks. Nee, es ist die komische Ruska als Uncommon aus War of the Sparks. Ich hab's gewusst. Ich zieh immer nur Mist. Aber ja, die gibt's auch beim nächsten Preisausschreiben. Passend zur Box, Freunde. Damit bin ich raus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schön mit Ö. So Leute, wie Kevin gerade eben schon angekündigt hat, Verlosungszeit. Diese Ruska wird verlost und was ihr damit für tun müsst, ist, schreibt unten in die Kommentare mal rein, was ihr von dem Secret Lair Prime Slime haltet.
Verlost wird nur an Abonnenten und wenn ihr wollt, könnt ihr dem Video noch einen Daumen hoch geben. Aber das hat nichts mit dem Gewinnspiel zu tun, aber zeigt dem Kevin, dass er doch ganz coole Arbeit leistet.